Was geht ab, mein Osifaidosarion? Heute mit einem der neuen Katui Sages auf JP und zwar Inhuman Deeds Doublelead Elena Porn Vegeta. Freunde, Elena Porn Vegeta ist quasi der einzige Inhuman Deeds da. Der einzig richtige, wobei der hat nicht mal mindestens 150%, nämlich. Für Inhuman Deeds Ki plus 430% auf alles oder Extreme Agile Ki 4 HP hat ungefähr 100%. Was ihr auch spielen könnt, ist in Broly. Double Lead in Broly, weil viele Charaktere in seinem Leader-Skill, also aus der Kategorie Planetary Destruction und, oder Movie Boss, sind auch in Inhuman Deeds. Das könnt ihr auf jeden Fall auch spielen. So. Mein Elena Porn Vegeta, was? Ihr wollt wissen? Okay, ja. Okay, ja, chill, ich sag euch. Ein Dupe, links Level 10. Ja, bei Alan Apo und Vegeta ist halt der Runde 3 Act still crazy. Vor allem, wenn man Double Lead hat. Weil dann dodge alles. Andere Sache ist, ich habe die Frage schon mal gestellt, aber ich stelle sie wieder. Das letzte, das ist ein normales Super Battle Road. Neue Kategorie Super Battle Road Sages. Wie findet ihr die Schwierigkeitsstufe? Es ist kein Extreme Super Battle Road, aber. Beispielsweise meint ein paar von euch, dass ihre Auto-Attacks trotzdem gut Schaden machen dafür, dass so ein normales Kategorie Super Battle Road ist. Also habt ihr das Gefühl, dass es schwierig gemacht wurde? Darauf will ich hinaus. Prediction, ob ich das schaffe? Ja, gerne. Ich starte eine Wette, Freunde. Ihr könnt gleich Stones wetten, ob ich das schaffe. Ihr habt mein Team-Setup. Genau, dann mache ich das mal gleich. Okay, die Runde könnt ihr tun, auf jeden Fall. Okay, schafft Osaru diesen Run? Ja, nein. Ja, okay, jetzt sieht es schon ein bisschen kritisch aus für mich. Okay, Vorhersage läuft. Ja, okay, warte. Ich denke, die Runde soll schon überleben. Okay, wettet eure Stones schnell. 3 Sekunden. Schnelle Vorhersage, weil die Runde sieht kritisch aus. Leute, live Stones setzen. Kommt jetzt. Gewinnt Stones jetzt hier. Und? Ja, Broly ist halt gestört. Also Broly, wenn ihr seht, Broly habt Eskalation. Meiner hat nicht mal einen Dupe. Der ist auf 55% gut links gelevelt, aber. Ja. Der Preis ist heiß, Leute. Ich sag's euch. Das war jetzt kritisch so. Viele haben gesagt, ah, der ist die Runde down, haben auf Nein gesetzt. Jetzt sehe ich aber, oh, viele setzen auf Ja. Ich sag gar nichts. Ikarus angenommen, dankeschön. Ich sag gar nichts über Princess Snake hier, but. Nur für Broly hätte ich da vielleicht ein bisschen Angst, aber gut, schauen wir mal. Ach so! Oh mein Gott, ich bin ja Double 130% die das Skill nur. Deswegen bekommen meine Charaktere auch hier so viel Schaden. Macht ja Sinn. Guten Abend, Helios, das klappt. Ich grüße dich als Hitman. Suelle! Macht Sinn. Das soll ich trotzdem tanken mit Princess Snake. Angegriffen, ja. Okay, ja, logisch, Leute. Das habe ich ja total vergessen. Payfrost, der hat mich grüßen dich. Selber gerade am Stream kurz. Was hast du gestreamt? Kurz Pause gemacht und gesehen, dass du streamst und kurz reingeschaut. Jetzt geht's aber los, hier, die kurze Plays. Erkenne nicht, was das ist, aber GG, klatsche easy weg. Grüß an Mark und Daumen. Grüße an Mark und Daumen von Payfro. Das sind die neuen Cartoon Sages of JP. Inhuman Deeds. Achilles, mir geht's gut, wie geht's dir? Keine Damage-Reduction, doch 50% nur statt 80%. Das ist das Geile nach dem Isei von Freezy, dass er auch wenn du 49% und drunter bist, hat er zumindest noch eine 50%ige Damage-Reduction. So, habe ich irgendwas aktiv? Sieht nicht so aus, aber genau dafür haben wir einfach Ghost Usher, Leute. Ganz trocken einfach. Die Runde einfach Ghost Usher angenommen.
Rein da, rein da, rein da. Hauptsache Brokkoli macht hier gut, kommt auf seine Super Attack, macht AOE Damage. Ein Links genug, angenommen, mitgenommen. Kein Dupe leider bei mir. Trotz dessen hier an der Stelle mit einer Chance von 4% eine Additional Super Attack schauen zu können. Dadurch, dass eine Level 2, ja, Level 2 Skill Up dafür hat. Bronze, wohlgemerkt. Also, ich sehe es gerade bei dir und meiner Meinung nach finde ich es nicht schwieriger. Warum ist dein LR Super 17A, gell? Stimmt, der wäre ja auch in der Kategorie. Ey, krass, okay. Ey, ich war heute wandern. Ey, krank, wie lang? Wie viele Kilometer bist du gelaufen? Zu Hause ankommen, sofort krank. Wie krank? Bist du erschöpft oder legitimately krank? Falls sehr gute Besserung. Was geht mal, Boy, nicht wie bei dir? Guck mal, wir kommen nicht mal auf Runde 3 wegen Ängste von Nappa. Broly macht halt, Brolys. Also die Gegner bekommen auf jeden Fall noch sehr gut Schaden. Das definitiv. Das merke ich. Aber ich habe auch hier, die Runde ist auch crazy, Leute. Super 17 und Golden Freeze, da kommt noch Rose rein, supported. Das ist auch eine brutale defensive Rotation. Strength Omega ist auch sehr gut in diesem Espia. Oh, warte mal, oh mein Gott, wieso habe ich Strength Omega nicht mitgenommen? Der ist doch in Human Deeds. Ich habe ihn übersehen. Hätte ich ihn nicht übersehen, würde ich ihn sofort mitnehmen und mit Broly in die Rotation klatschen einfach und jede Runde ein Item aktivieren, dass Broly einfach Schaden machen kann. Weil der ist ja auch in Full Power und gibt dann Full Power Leader Skill. Ich habe ihn übersehen, Leute. Ich sag gar nichts mehr. Ihr wisst ganz genau, was ich ihn übersehen habe. Ey, beruhigt euch da hinten. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Wie habe ich ihn übersehen? Also wenn ihr ihn habt, nehmt ihn auf jeden Fall rein. Boah, damn. Wie habe ich ihn übersehen? Regt mich jetzt ein bisschen auf tatsächlich. Hey, wo ein Sams rausgehauen und hast du nicht vor zusammen? Wo denn, Moderin? Auf JP? Nee, heute wurde nichts rausgehauen. Also ich werde nicht summon, indem ich Stones kaufe. Wenn ich mal auf dem Multicom haue ich ihn mal raus, auf jeden Fall. Vielleicht auch nicht, vielleicht spare ich für Tanabata, ich weiß nicht. Findest du das frech, dass Uigoku im Banner von Goeta ist? Nein, wieso hältst du ihn gerne im Samas Banner oder wie? Weißt du, wie man den Free-to-Play Vegeta auf LR einfach machen kann? Ich habe das schon Guide gemacht, kannst du gerne anschauen. Vielleicht kommt ja ein Goku und Vegeta aus dem Broly-Movie, die zu Goeta Blue werden. Das hätte auch was. Warum nicht? Das hätte auch was. Jetzt muss ich langsam aufpassen, dass ich den Dokkamot auf jeden Fall nicht in diesem Kampf habe, sondern im nächsten Kampf. Kunst in der Schule war schon gechillt. Warum? Interessant wurde es, als ich in der Oberstufe dann Theorie hatte und so Kunsttheorie und alle so, hä, wie geht das? Aber war sehr interessant. Wir hatten mal Thematik japanische Kunst oder japanische Architektin. Ja, der Name, der mir da sofort einfällt, ist Tadao Ando. Also ich glaube, den haben wir besprochen. Und Leute, ganz ehrlich, ich habe die Story schon mal erzählt. Ein paar von euch werden die Story wahrscheinlich kennen. okay, ich darf keinen Dokkamot holen. Und zwar, normalerweise so, also ich war ruhig und habe aufgepasst. Ich habe nicht wirklich mitgemacht. Ich wollte einfach nur aufpassen, dass ich so gut wie es geht viel mitnehmen kann aus dem Unterricht. Aber dann bei der Thematik bin ich auferblüht. Warum? Das zu der Zeit kam Schwarz-Weiß raus. Und Schwarz-Weiß, Kyurem, Reshiram und Zekrom, die behandeln ja das Yin und Yang und das Fehlen von Yin und Yang. Also das war Kyurem quasi. Hieß es Nu? Ich glaube schon. Und da mit meinem Knowledge von dem... Mit meinem Knowledge davon habe ich dann argumentiert so im Kunstunterricht, wie der japanische Architekt vorangegangen ist, so was er sich dabei gedacht hat und so fort. Ey, ihr habt mich so gefeiert, das wisst ihr gar nicht. Ja, und dann war meine Lehrerin überrascht. Hey, wie und so, du warst so normalerweise so ruhig und so fort, was ist jetzt los? Dann habe ich gesagt, ja, das interessiert mich auch privat, habe ich gesagt. Didi. Was habe ich aktiviert? Whis, richtig? Whis und Princess Snake. Ja, okay, ich kassiere eh nichts, passt schon. Achso, Napa und Wicked haben ja auch AOE Damage, stimmt, auf der Self-Game. Als wir Planetary Destruction bekommen haben, habe ich
erstmal Planet Destruction gelesen und mich gewundert, ob wir wirklich so weit sind und eine Kategorie für Pflanzen mal bekommen. Ach, Planted, sorry, ich hab's falsch vorgelesen. Upsa, Planted Destruction. Kunst oder Musik? Was meinst du, was ich besser fand oder wie? Ich fand. Musik ist schon interessant, aber das Problem bei Musik ist, oder für mich zumindest, wenn du als Schüler kein Musikinstrument auch privat spielst und schon davon keine Noten lesen kannst, ist es immer ein bisschen. Fand ich es immer ein bisschen kritisch, sich damit auseinanderzusetzen, weil du da keinen Zusammenhang hattest. Wenn du schon irgendein Instrument spielst und dadurch schon Noten lesen kannst und dann fort, ist, denke ich, Musik für dich easy, tatsächlich. Genau. Was ist die Tanabata-Thematik? Bin neu in Dokkan, deshalb. Tanabata ist auch so eine Celebration in JP. Und da kommt ein Dokkan-Fest-Charakter in seinem eigenen Banner. Nach ein paar Wochen kommt dieser Dokkan-Fest-Charakter dann in einem Tanabata-Banner. Und in diesem Tanabata-Banner, Moment, in diesem Tanabata-Banner ist er dann auch featured mit. Mit 20 Featured Charakteren, also die Rates sind da katastrophal. Was ist das Gute aber an diesen Tanabata-Bannern dann? Das Gute an diesen Tanabata-Bannern ist, dass die Jubiläen-Charaktere ihr erstes Comeback haben und weitere Dokkan-Fest-LR. Das heißt, in diesen Tanabata-Banner wird Elle, Uigoku und Evo featured sein und du kannst sie dann quasi mit den Coins kaufen. Käuflich erwerben beispielsweise. Genau. Und dann noch eine andere weitere Dokkan-Fest-LR. Also es wird ein großes, gutes Banner sein tatsächlich. Wenn ich jetzt drauf gehe, weil der das Segel da hinten super entdeckt, dann heul ich. Ich hatte nämlich noch Items, aber ich war mir ziemlich sicher, dass ich das mit der Runde definitiv finische. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Nappa mit Temple Destruction so viel Schaden bekommt, tatsächlich durch eine Super Attack. Alles klar, Dokkan. Dann war das Ganze ganz angenehm. So, Freunde. Haben wir das Ganze geschafft in Human Deeds Super Battle Rodo. Wie gesagt, ich bin hier mit Key plus 4 Double und 30% Eat reingegangen. Hatten aber noch am Ende auf jeden Fall gut Items, also ist definitiv machbar, so ist nicht. Mit den roten Coins, richtig, mit den roten Coins kannst du die holen. Und ja, ich werde da zuschlagen in Tanabata Banner, weil ich habe 1700 rote Coins. Ich habe mir dreimal Evo geholt. Ja, dreimal Evo mit zwei Dupes direkt. Aber ohne Ehre, direkt dreimal, Leute. Dass da zwei Dupes auf ihn ab. Das Ding ist. Ich würde vielleicht auch wirklich im Tanabata-Banner einfach summonen. Bis solange das Banner online ist, weil wer weiß. Vielleicht ziehe ich ja noch dann UI oder Evo. Die Sache ist jedoch, die haben da 0,25% Rates. Also es ist unterirdisch. Aber ich habe also letzter der Tanabata-Charakter war zum Beispiel, ganz kurz noch, dann tue ich abmoderieren, war zum Beispiel der Alec, Kaioken, Goku Blue und Evo Vegeta. In seinem normalen Banner habe ich ihn mit 1500 Stones, 1300 irgendwie sowas nicht gezogen. In seinem normalen Banner, da hat er 0,6, 0,7% Rate oder sowas. Dann habe ich ihn in seinem normalen Banner mit meinen allerletzten Stones einmal gezogen. Ich war da gebrochen. Ich hab die Karte so gefeiert. Ich habe ihn danach gehasst. Dann habe ich ihn aber aus dem Tanabata Banner mit einem Single Sum gezogen. Mit 0,2% Rates. Das ist der Dupe quasi von ihm. Also, wahrscheinlich werde ich in dieses Jahr in Tanabata bis zum Ende der Celebration warten, bis das Banner abläuft, da einfach meine Stones raushauen. Wenn da irgendwas droppt, droppt was. Wenn nicht, rote Coins in Evo rein. So viel dazu, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Macht's gut. Peace.